heute kann man das ja nicht mehr wegdiskutieren. Ich glaube, es ist jedem klar, es muss was passieren. Ich fühle mich wie ein Hamster im Rad. Es geht einfach nicht weiter und es geht nicht voran. Und ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich echt auf diese junge Generation hoffe. Weil wir haben es nicht geschafft. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Kaum einer wird bestreiten, dass der Klimawandel echt ist und wir alle wissen, dass uns die Zeit davonrennt. Genau deshalb haben sich die jungen Menschen mobilisiert und gehen jetzt auf die Straße, um gegen den Klimawandel zu demonstrieren. Und das ist so wichtig, denn das sind genau die Menschen, die noch jahrzehntelang etwas verändern können. Und das sind auch die Menschen, die den Klimawandel am eigenen Leib zu spüren bekommen werden. Das sind die Menschen, die unter dem leiden, was die letzten Jahrzehnte falsch gemacht wurde. Es gab vor ein paar Wochen riesigen Hype um die Friday for Future Bewegung und ich habe das Gefühl, das Ganze flacht so ein bisschen ab. Und das darf nicht passieren. Deswegen geht es in dieser Folge von Saving the Ocean nicht um irgendeine Person, sondern um die Friday for Future Bewegung. Vor 2 Wochen war ich in Hanau und habe freitags ein paar dieser Schüler getroffen. Die Kohlekommission im Bundestag erklärte vor wenigen Tagen noch, dass der Kohleausstieg bis 2030 nicht möglich sei. Dies ist nicht hinzunehmen. Ich heiße Cherum, ich bin 17 Jahre alt und ich bin heute an dem Freitag für Fridays for Future hier, um unsere Stimmen gegen den Klimawandel zu erheben. Ich will was verändern irgendwie in der Politik, an der Welt. Also am Anfang war ich eigentlich ein bisschen skeptisch bei diesem Thema, auch wegen dem Schuleschwänzen. Aber als ich mich halt auch näher erkundigt habe, bin ich halt auch für diese Sache, weil ich finde es halt einfach wichtig, weil es ist unsere Umwelt, unsere Generation und wir sollten uns einfach mit dem Thema befassen. Ich denke eben einfach, dass es toll ist, dass sich so viele Jugendliche aufraffen und alle jetzt quasi den Job der Politiker ja eigentlich machen und die Welt irgendwie aufwachen lassen. Die Bewegung hat mir natürlich super gefallen, weil ich oft das Gefühl hatte, irgendwie bin ich immer ein Einzelkämpfer gewesen. Jetzt weiß ich, ist irgendwie doch nicht so. Ich möchte mit einem guten Gewissen von dieser Erde gehen und meiner nächsten Generation auch was zurücklassen. Was machen die Politiker eigentlich? Die interessiert es überhaupt nicht. Ich bin dafür, dass einfach viele Schulen sich auch dafür einsetzen sollten und dass wir halt zusammen unsere Umwelt wieder auf Vordermann bringen, weil wir haben so viel Schlimmes getan und wir sollten uns auch für unsere Fehler, sag ich jetzt mal, entschuldigen und halt auch es wieder gut machen. Ich fordere, den Klimawandel auf 1,5 Grad zu reduzieren. Ich fordere, dass jeder im Privaten das Klima schützt und dass die großen Klimasünder, die Großkonzerne und die Staaten endlich zur Rechenschaft gezogen werden und für bereits bestandene Schäden bezahlen und weitere verhindern. Ich fordere eine bessere Klimapolitik. Ich möchte, dass man nicht nur herumredet, sondern eben tatsächlich auch die Dinge macht. ÖPNV ausbauen, auch in die ländlichen Regionen. Elektroautos muss man fördern. Wir verändern heute alle gemeinsam unsere Zukunft und ich bin froh, dass unser Protest mittlerweile auch mal gehört wird. Ich fühle mich gut, weil ich mache was Gutes für uns alle, für unsere Zukunft und ich möchte auch dazu beitragen, dass andere Leute wach werden und da braucht man sich nicht schlecht fühlen. Im Gegenteil, man sollte sich stark fühlen. Ich fühle mich sehr, sehr gut. Ich finde das eine super, super Sache. Und vor allem, weil wir wirklich keine Profis sind, wie Herr Lindner sagt. Das ist ganz, ganz toll, dass so viele Schüler und Schülerinnen sich hier vereinen und sowas Tolles auf die Beine stellen. Also ich fühle mich gut, dass ich jetzt hier bin, weil ich merke auch, dass ich nicht alleine bin und dass auch viele hinter meiner Meinung stehen. Ja, ich hoffe, dass wir diesen Planeten vielleicht zu einem besseren machen können, soweit es eben geht, dass wir ihn schützen können und dass wir uns einfach erinnern, auf was für einen schönen Planeten wir hier eigentlich leben und dass es eben sehr, sehr schützenswert ist. Meine Hoffnung ist es, dass immer mehr Leute vielleicht wach werden. Also ich finde das sehr gut, dass die Jugendlichen und Kinder selber für ihre Rechte und für ihre Zukunft auf die Straße gehen und ein Bewusstsein schaffen und einfach auch erleben, dass sie das nicht alles geliefert bekommen, sondern dass sie was dafür tun müssen, dass sie Rechte betreten können. Ja, es macht mir einfach Hoffnung, dass wieder junge Leute an den Start gehen, die junge, unverbrauchte Ideen haben, auch noch nicht so viele Rückschläge hinnehmen mussten und vielleicht auch wieder ganz andere Ansätze finden, als wir es getan haben. Ich kann nur sagen, es ist absolut großartig, was ihr da auf die Beine stellt und kann an jeden Schüler appellieren, nutzt eure Stimme, werdet laut, wehrt euch, setzt euch für das ein, was euch wichtig ist. Damit könnt ihr richtig was bewegen. Wenn ihr auch das Gefühl habt, das ist ein wichtiges Thema, das ihr unterstützen wollt, dann teilt dieses Video und teilt diese Stimme.
privat kann man das Klima schützen, dadurch, dass man im Grunde sein Konsumverhalten an das anpasst, was im Grunde das Klima verträgt. Das heißt, ressourcenschonender, Müllvermeidung, vielleicht auch mal die eigene Faulheit überwinden und nicht mit dem Auto zum Bäcker fahren, sondern vielleicht mal laufen oder möglichst oft ÖPNV benutzen. Das sind alles Sachen, die schränken keinen großartig ein, sollten aber möglich sein und helfen dem Klima sehr.